Yukon. Allein der Name lässt Aki Iles Schauer über den Rücken laufen. Bären, Timberwölfe, Kojoten, Vielfraße. Die Gänsehaut auf den Armen nimmt hier extreme Ausmaße an. Doch nicht vor Furcht, sondern wegen der Abenteuer, die einen hier erwarten. In absoluter Wildnis am Ende eines 40 Kilometer langen Seitenarmes des Kluane Lakes ist er mit Frank Müller, einem leidenschaftlichen Trapper und dem Betreiber der Ruby Range Lodge, verabredet. Gemeinsam wollen sie in den nächsten Tagen versuchen, den hier heimischen kanadischen Seesaiblingen nachzustellen. Die komfortable Lodge liegt direkt am Wasser und ist gesäumt von über 2000 Meter hohen Bergen. Sogar eine uralte Trapperhütte liegt auf dem Grundstück und vermittelt einen kleinen Eindruck vom Schaffen der ehemaligen Bewohner. Bevor es jedoch das erste Mal zum Fischen auf den See gehen soll, gibt es etwas Deftiges zu essen. Über offenem Feuer gebratene Elchsteaks. Eine Delikatesse. Herrlich. Gut gestärkt geht es nun aber hinaus aufs Wasser. In einer der flachen Buchten, so Frank, dürften die ersten Saiblinge nicht lange auf sich warten lassen. Er hat nicht zu viel versprochen, denn bereits nach wenigen Würfen schlägt es in der Rute ein. Ein schöner Namaikusch hat den Blinker an der Schlepprute attackiert. Ja, na bitte. Sehr schön. Natürlich wird dieser Fisch zurückgesetzt. Schließlich ist er der erste der Reise. Da weitere Bisse ausbleiben, wollen es Frank und Aki an einer neuen Stelle versuchen. Am Einlauf eines kleinen Flüsschens sollte etwas gehen. Und tatsächlich, Namaikusch Nummer 2. Dieser Fisch soll genau wie Akis Esche heute Abend auf den Teller. Auf dem Heimweg hält Frank nochmals kurz an einer aussichtsreichen Stelle und er wird belohnt. Saibling Nummer 3 landet im Boot. Was für herrliche Fische, was für leckere Filets. Nur mit Mühe kann Aki Frank davon abhalten, die Filets roh zu essen. Naja, gebraten schmecken sie dann wohl doch noch ein bisschen besser. Und so brutzeln die Filets schon wenig später in der Pfanne und sorgen für ein ausgezeichnetes Abendessen. Noch etwas müde geht's am nächsten Morgen wieder raus auf den See. Wieder ist es Frank, der den ersten Biss verwandeln kann. Vehement hatte der Fisch den Spezialblinker in der Tiefe des Sees attackiert und liefert nun einen tollen Drill. Die ja. Ist ganz fett. Ja. Als der Wind wieder etwas aufgefrischt hat, ist Aki an der Reihe. Heute scheint sein Tag zu sein, denn dieser wunderschöne Fisch sollte für ihn nicht der letzte bleiben. So, es war schon ziemlich spät und ziemlich dunkel, aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen schöner auf den Oh ja, schöner Fisch. Als die Sonne dann bereits hinter den Bergen verschwunden ist, kommt der krönende Abschluss an die Wasseroberfläche.
Ah, oh, schöner Fisch. Jetzt komm doch. Guck dir das an. Ist das ein schöner Fisch? Ist der schön? Ich versuche mal ihn auszuheben. Warte mal. Guck dir das an. Was für ein Fisch. 90 cm lang und rund 18 Pfund schwer. Da verschlägt es selbst Aki die Sprache. Frank ist nicht nur ein erfahrener Trapper, Angler und Jäger, sondern ebenfalls ein hervorragender Koch. Besonders seine Räucherkünste kommen bei seinen Gästen immer sehr gut an. Auch Aki kommt natürlich in den Genuss frisch geräucherter Saiblinge. Und mal ehrlich, wem läuft bei einem solchen Anblick nicht auch das Wasser im Mund zusammen? Neuer Tag, neues Glück. Auf dem Weg zur nächsten Angelstelle kreuzt ein Biber den Weg der beiden Angler und verabschiedet sich mit einem typischen Kellenschlag. Die Fische hat der Biber jedoch nicht verscheucht, denn schon bei einem der ersten Würfe hat Aki Erfolg. Ob es dieses Mal wieder ein Saibling ist? Oh, ich habe eine wunderschöne Esche dran. Die ist beim Namaikusch. Beim Namaikusch angeln. Ist ja nicht Spinner gegangen. So, ich versuche mal, sie rauszuheben. Schöner Fisch. Was für ein schöner Fisch. Guck mal an hier. Ist das ein schöner Fisch? Das ist der Ruby Eye, ein fantastischer Blinker. Der beste, den wir hatten hier zum Fang der Namaikusch. Ein super Köder. Auch am letzten Tag am Kluane Lake können Aki und Frank noch ein paar Saiblinge überlisten. Leider neigt sich der Urlaub in der urwüchsigen Natur aber dennoch unbarmherzig dem Ende entgegen. Getreu Franks Motto steht für Aki fest, der Yukon ist einfach immer eine Reise wert. Ein wirkliches Highlight im Leben. Guck mal, wieder so wunderschön gezeichnet. Herrlich sehen sie aus. Ich werde ihn gleich zurücksetzen. Gold. Richtiges Gold. Klasse. Hallo, liebe Fisch- und Fangleser. Ich bin hier im Yukon, in der Nähe der Ruby Range Lodge. Und wir haben hier so einen kleinen Fluss gefunden, der führt Gold. Und falls Sie in den nächsten Monaten nichts von mir hören, machen Sie sich keine Sorgen. Ich komme zurück. Falls ich es nicht vergesse.